Leute, ich grüße euch herzlich und zwar zu einem relativ kleinen Video, denn ich habe mal in einer Angel-News berichtet, hier irgendwo oben verlinke ich euch die, über den Film Was Fische wollen. Dieser Film wurde vom Innsbrucker Naturfilmfestival nominiert zum naturreichsten Film des Jahres 2021 und mit den besten Aufnahmen, glaube ich, und hat einige Preise erhalten beim den Berliner Filmfestspielen etc. Und ich würde mit euch gerne jetzt in diesen Trailer reingucken und mal gucken, was darauf passiert, Leute. Mal gucken, was da passiert. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Also lass uns direkt rein und mal gucken, ob dieser Trailer schon ungefähr sagen kann, wie krass dieses Meisterwerk eigentlich wirklich ist. Und da sind wir auch schon. Hier oben seht ihr es unter meinen Partnern, was Fische wollen. Und das Ganze geht 1 Minute 59 und wir gehen einfach mal rein. Let's go. Ecotone. Der Tiroler Inn. Boah. Da war schon wieder geile Drohnen. Oh, geile Fischaufnahmen. Lebensader für Fische. Da sehen wir schon Tourismus. Menschen. Ne? Erstmal hier wunderbare Aufnahmen einfach. Wie krass dieses Wasser einfach aussieht. Richtig, richtig stark. Die Berge im Hintergrund. Ey. Einfach top Locations, um einfach zu angeln, oder? Mega, mega geile. Geile. Bah. Nice. Lebensader für Fische. Und, und Menschen auf jeden Fall. Wenn du das siehst, wie es einmal war, da tut dir das Herz weh. Wenn du das siehst, tut dir das Herz weh. Okay. Gestaut. Verbaut. Alter, jetzt sieht es auch ganz anders aus. Akut bedroht. Oh, Alter. Naja. Man muss sich vorstellen, wie viel kann ein Fluss überhaupt aushalten? Wir glauben, das ist die Grenze, ist dann längst erreicht. Scheiße, Alter, aber das ist genau das Problem, was wir überall... Die Wasserkraft hinterlässt eine Blutspur in den Flüssen. Oh ja, scheiße. Bedrohte Flussjuwele. Krass, Mann. Oh mein Gott. In diesem Zustand können wir den Inn unserer nächsten Generationen, unseren Kindern nicht übergeben. Was steht da gerade? Flüsse sind die Lebensader unserer Erde, verhindert den Schlaganfall. Oh ja, schön. Den letzten Freien. Kann ich nicht lesen. Die Esche. Von Aussterben bedroht. Vom Aussterben bedroht und zeigen erstmal die Paarung, sagt stark. Oh, da Forelle. Was Fische wollen. Letzte Chance für den Tiroler Inn. Der Tiroler Inn als Beispiel für allgemein schwierige Situationen, oder? Ist ja häufig so, dass zum Beispiel das Ableben vieler Fischarten, wie zum Beispiel den Aal, nehme ich jetzt mal ganz speziell, den sie eigentlich retten wollen und nächstes Jahr sogar, 2022, ein Aalfangverbot machen wollen und somit die Art retten wollen. Da wird aber eins vergessen, und zwar diese ganzen Umbauten, Wasserkraft, Wasserstrukturen, Umbauten des Gewässers. Ich will gar nicht mal den Tourismus und so mit reinbringen. Aber ich glaube wirklich, dass da halt so Angelei oder Fischerei einer der geringste Punkt der Bedrohung ist. Und wirklich Verbauung von Fischwegen, Fischtreppen. Nicht, also gibt es auch Gebiete ohne Fischtreppen, wo überhaupt nicht an Fische gedacht wird. Hatten wir schon auch Bilder in der Angel-News. Und oh, Kind hat gehustet. Und das ist echt, echt, echt krass. Leute. Ja, also wenn man sich da mal so ein Bild machen will, ist bestimmt stark, greift bestimmt auch einen kritischen Punkt auf.
Finde ich auch sehr, sehr gut, dass das gemacht wird. Und man hat auch diese Bilder gesehen, ne? Dieser bebaute Fluss und der nicht bebaute Fluss. Boah. Heftig. Was ist eure Meinung dazu, Leute? Was ist eure Meinung dazu? Wie seht ihr das? Wie krass bedroht sind unsere Gewässer einfach durch Staudämme, durch Wasserkraft etc.? Gibt es da noch irgendwas zu retten? Wann findet dein Umdenken statt? Findet dein Umdenken statt? Schreibt es ruhig mal in die Kommentare, Leute. Ja, den Link zu dem Trailer packe ich natürlich unten in die Infobox. Und wer Bock hat, irgendwann mal den Film zu sehen und die Möglichkeit, schreibt mir ruhig eine Nachricht, wie ihr den Film fandet. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Bis dann, bleibt gesund und dann Wasser, ein dickes, dickes Petri.